Hello Friends, heute schauen wir uns zusammen ein Video an. 100 Stunden die Woche lernen. Ist das überhaupt möglich? Ist das überhaupt sinnvoll? Wir werden uns gemeinsam dieses Video anschauen. Ich werde dazu reagieren. Für die Leute, die mich noch nicht kennen, ich bin David. Ich habe meinen Bachelor an der Universität Mannheim in Betriebswirtschaftslehre mit 1,1 abgeschlossen, habe währenddessen sehr viel gearbeitet, habe mich sehr viel engagiert, war zum Beispiel Werkstudent, ein Vorstand einer Hochschulgruppe und nun bin ich Absolvent. Strategieberater bei einer der größten Strategieberatungen. Und ja, zusammen schauen wir uns jetzt dieses Video an. My name is Jimmy and this is what it looks like to study 100 hours in one week. Before we dive into it, let's do some quick calculations. Okay, so there are 24 hours in a day. Multiply that by 7, you have 168 hours in a week. Minus that by 100 hours of studying, you have 68 hours of break time total in a week. And then if you divide that by 7, you have 9 hours and 45 minutes of break time daily. And if you sleep for 7 hours, that gives you 2 hours and 45 minutes of break time that excludes sleep. Also da fängt es ja schon mal an. 7 Stunden pro Tag schlafen. Das ist tatsächlich recht wenig. Also einerseits muss man da differenzieren zwischen, okay, wie viel Zeit nehme ich mir zum Schlafen? Also in dem Fall 7 Stunden. Und wie viel Schlaf bekommst du tatsächlich? Der gute Mann ist ja angehender Medical Doctor, also Arzt. Schade, dass er das nicht ganz differenziert, aber das ist so ein bisschen die Dramatik, denke ich mal, am Anfang. Und 7 Stunden Schlaf ist für den Durchschnittsmenschen auf jeden Fall viel zu wenig. Which means that 100 hours divided by 7 is 14 hours and 15 minutes of studying time daily. Alright, it is 11:55 on Sunday, May 24th. So starting on May 25th, on Monday until next Sunday for an entire week. Boah, das ist doch mal echt eine heftige, durchgetaktete Woche, ey. Also jetzt mal. Also krass beeindruckend, dass er das alles so strukturiert hat. Natürlich für das Video und für das Experiment, aber wer sein Leben so krass durchstrukturiert, also beeindruckend. I'm gonna try to do a 100-hour study slash work week. There's really no reason why I'm doing this other than the fact that I just feel generally motivated to push myself to study for as much as I can. I have a lot of research projects going on and I'm studying for the US board exam, so I kind of wanted to stay on top of those things. So I'll try to document throughout the day how I'm feeling mentally, physically, and how it's impacting my life in general. To be accountable, I'm gonna do a screen time report on my phone. So on Apple devices, it shows you what apps you've been using throughout the day. So if you see that I've been using like Facebook, Instagram, YouTube for 3 hours, 4 hours a day, you know that I'm straight up. Mal ganz unabhängig von dem Experiment, das kann wirklich super helfen. Generell, wenn man Sachen misst, dann wird man erstmal wirklich darauf aufmerksam, was man da tatsächlich tut. Sei es jetzt beispielsweise Produktivität, aber auch so Dinge wie Gewohnheiten oder wenn man zum Beispiel so einen Schlaftracker hat wie ich, so einen Aura-Ring, dann hilft das einem, so ein gewisses Bewusstsein zu entwickeln für die Dinge und man merkt dann wirklich mal rational, was man da wirklich tut oder erlebt oder. Meistens ist nämlich die subjektive Wahrnehmung, in dem Fall wie produktiv man ist, wie oft man ans Handy geht, schon deutlich abweichend von dem, wie es tatsächlich ist. In dem Fall denke ich mal, dass durch diese Screentime, durch diese Messmöglichkeiten, dass man erstmal aufmerksam wird, wie viel Zeit man tatsächlich am Handy verschwendet. Lying to you. If I'm gonna spend 5 minutes for break every like 30 minutes of studying, or a couple of minutes setting up the camera to take a shot, I'm just gonna count it into my study time and not count it as a. Ja, das kenne ich auch. Ich habe ja auch schon so Daily Vlogs gedreht und man muss halt manchmal einen Shot machen, also sei es jetzt der Moment, wenn man aufsteht und all das, das sieht man ja gar nicht im Video selber und ich finde das voll gut, dass er das auch nochmal erklärt, dass diese ganze Productive Time, die dabei quasi verloren geht fürs Lernen, wenn er das Video aufnimmt, dass er das trotzdem als Study Time zählt, weil andernfalls ist es auch nicht realistisch, dass man da 100 Stunden, wenn man so eine schon fast Dokumentation macht, lernt. Also finde ich super, dass er das auch transparent macht. A scheduled break time. So it's already 12 on Monday. I gotta get up at 6 tomorrow morning. Boah. So I'm gonna go to bed. I'll see how this week goes. I'm curious myself. I'll see you guys soon. It is 11:30.
feeling a little bit drowsy after lunch, sitting down and studying, so I decided to change my position, made myself a cup of coffee and decided to study standing up. Ja, das ist auch ein guter Trick. Also im Stehen dann so Anki-Karten lernen. Also gerade, er ist ja Medizinstudent, da ist Anki einfach eine Wunderwaffe. Und da hilft das enorm, wenn man auch mal so ein bisschen die Räumlichkeiten wechselt. Gerade wenn man den ganzen Tag auswendig lernt, ist eigentlich wurscht, wo man das macht, solange es ruhig ist, solange man sich konzentrieren kann. Und der hat da ja echt einen mega geilen Ausblick, wie man jetzt auch gerade sieht. Macht voll Sinn. Und mittagstief, das ist ja ganz normal. Das hängt einerseits so ein bisschen mit dem Stoffwechsel zusammen, wenn man halt Kohlenhydrate und Fette in Kombination zu sich nimmt und dann natürlich so ein bisschen unser zirkadianischer Rhythmus, also quasi unsere innere Uhr, dass man am Mittag nicht ganz so effektiv ist. Und da ist es auch gut, dass man auch mal die Szenerie wechselt, gerade wenn man so ein extremes Pensum sich vornimmt wie er oder halt bei uns in der Klausurenphase noch. Okay, it is 2:50 on a Monday. I could take a nap right now, but David Goggins said you gotta train your physical body to train your mind. So I'm gonna go for a run, come back, shower and get ready to study. In meinen Extremklausurenphasen, da habe ich es auch immer so gemacht, dass ich quasi meine Mittagspause hatte, so um 12 Uhr, da habe ich gegessen, dann habe ich kurz abgeschaltet und dann um 15, 16 Uhr bin ich dann ins Gym gegangen. Das war dann meine nächste produktive Pause. Das hilft echt extrem. Nach dem Gym war ich immer wieder ganz frisch im Kopf und dann konnte es direkt weitergehen bis zum Abendessen. Das war echt super. Alright, back from the run. Ran 4.33 kilometers. I'm using Strava for my running diary. Das ist ja schon ein recht entspannter Lauf gewesen. Also no front. Aber der kam da ja total erschöpft zurück. Also mit dem Pace. Also ist jetzt nicht langsam, aber ich denke mal, wenn er regelmäßig laufen geht, dann war das jetzt nicht super anstrengend. I have an MD Prospect Running Group, so if you download Strava and search MD Prospect Running Group, you'll be able to, Running Club, you'll be able to join my group. Oh, I have 30 minutes now of free time, so I'm gonna quickly take a shower and take a nap or something. Ah, das mit dem Nappen, das fand ich auch super. Also Nap bringt wirklich super viel. Aber wenn du dich halt am Mittag noch mit einem Kaffee zudröhnst, wie in seinem Fall, also der hat ja beim Mittag, nach dem Mittagessen hat er ja einen Kaffee getrunken, da bringt der Nap halt nicht wirklich viel, weil halt noch so viel Koffein in deinem Kopf ist und die Adenosinrezeptoren so noch belegt sind davon, dass der Nap eigentlich gar nicht mal so viel bringt. Da kannst du auch 20 Minuten spazieren gehen, das bringt ähnlich viel Konzentrationsboost. Und er war ja gerade erst laufen, deswegen, ja. Hello everyone and welcome to our module on dermatomes and reflexes. Ah. All right, it's end of the day. Filming this during my YouTube time. I'll share my calendar at the end of the week, but I'll be lying to you if I say that I'm not tired right now. I'm not physically tired, but I'm mentally drained from all the studying that I did today. So I took a total break time of 2 hours and 15 minutes today. I genuinely enjoy what I learned right now, so it's not something that's, you know, making me go insane. I know that if I had to study something that I don't like, I know that I can't do this. But because I'm doing something that I like, I can manage to pull this off, and I think I can do it for the rest of the week. Das ist auch eine richtig gute Idee, dass man, oder eine gute Sache, dass man vorm Schlafengehen, wenn man was auswendig lernen muss, dass man das dann nochmal macht. Weil dadurch hat man am nächsten Tag die Information, die man da aufgenommen hat, nochmal deutlich besser, sagen wir jetzt mal, zwischen Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis, also eine Art Zwischenstati, wenn du das neu gelernt hast. Und dadurch, wenn du es dann nochmal wiederholst, dann ist das spätestens am übernächsten Tag wirklich tief in deinem Langzeitgedächtnis erstmal gespeichert für die Klausur. Also echt ein cooler Tipp, dass man wirklich vorm Schlafengehen nochmal sich so Anki-Karten reinzieht. Das kann wirklich helfen beim Auswendiglernen, dass man da schneller vorankommt. So, dann springen wir mal zu einem anderen Tag und schauen nicht jeden einzelnen Tag an. Jetzt gucken wir uns mal den Thursday an, also quasi der vierte Tag in dieser sehr geladenen Woche.
Der hat ja jetzt schon, also nach 3 Tagen, Montag, Dienstag, Mittwoch, hat er ja schon 40 Stunden gelernt. Das ist schon enorm. Also das ist schon ein kranker Workload, den er sich da reinzieht. Alright, it is 7:30. I'm about to start my day. I made a mistake yesterday. I edited my study with me video, an hour long video. But then one of the songs got copyrighted and I couldn't upload that. So I had to go back and re-edit the whole thing and upload again. Which took over 2 hours, so I ended up sleeping at 2:30 in the morning. I would say my energy level is at like 60%, and I'm feeling a little bit groggy in the head, but with coffee, I know. Ja, als ich in den USA im Auslandssemester diese Gewohnheit hatte, immer um 7 Uhr aufzustehen, und als ich dann halt auch mal so um 2-3 Uhr morgens ins Bett gegangen bin und dann trotzdem um 7 Uhr aufgestanden bin, da habe ich mich auch immer mit Koffein geboostet. Dann geht das tatsächlich, dass man funktioniert, aber tatsächlich ist man wirklich signifikant weniger leistungsfähig. Das merkt er wahrscheinlich auch den ganzen Tag. Alright, it is 2 o'clock. This morning was 60 to 70% productive. I just sat on the balcony, it was nice out, so I worked on the mitral valve paper. I have a meeting with the surgeon regarding the paper tomorrow, so I have to finish that. So I've been working on it all morning. I also haven't eaten anything yet. All I had was a small shortbread and a cup of coffee, and it's 2 o'clock now, so I'm gonna see if I can go to any of the local businesses here and support them and see if I can get food. Da hat er sich gerade auf dem Flatscreen die Vorlesung reingezogen und dazu so einen Energy Drink gepumpt. Ich denke mal, um so ein bisschen seinen Schlafdefizit auszugleichen. Ja. Ja, so ein geiles Menü, so Chicken mit Reis und dann so saure Gurken. Ich finde saure Gurken auch mega, so Gewürzgurken. Sieht schon witzig aus. Was ich auch mal sagen will, ist, ey, der Medical Doctor, also der hat ja schon eine mega Butze. Also in den USA, da musst du so viel Geld hinlegen für eine Wohnung, für Wohnraum. Und der ist halt jetzt, denke ich mal, fertig mit dem, keine Ahnung, zweiten Staatsexamen. Also der hat wahrscheinlich schon seine Approbation. Also kann ich mir vorstellen, dass er halt schon arbeitet, so als Assistenzarzt, dann kann er sich das leisten. Aber wenn er wirklich nur Student ist und keine Einnahmen hat, dann haben die Eltern echt gut Kohle. So, dann springen wir mal noch zu Sonntag oder Samstag. Alright, it's Saturday morning, it's a brand new day. I woke up feeling a little bit tired, but I took a hot shower and I'm feeling fine now. But I'm excited for the new day. I finished that manuscript, so I have 3 more manuscripts that I'm working on in terms of edits. So I'll be submitting all of those pretty soon here. The meeting with the surgeon now. I'll be back shortly. Say that it's over now, that it's over. We used to talk about getting older. We said we... Das weiß ich gar nicht, aber diese Breaks auch, also diese ich bin zu Hause hin zum Doktor, ob er das auch trackt. Macht natürlich Sinn, dass man das eher als Pausenzeiten trackt. Was ich auch krass finde, der futtert ja voll oft am PC, das ist auch nicht so gut. Also ich kenne das auch aus der Arbeit, dass ich da halt manchmal an meinem Laptop esse, weil ich halt sonst nicht genügend Zeit habe, Pause zu machen. Zum Beispiel am Mittag oder am Nachmittag mal kurz. Esse ich halt lieber am Laptop, aber das ist echt nicht so eine gute Gewohnheit. Alright, it is 8:30. I'm gonna go for a run with Tasha and I'll be back soon. Got back from a run.
join my Strava group. I have 10 minutes to shower and get back to studying. That's literally what's running in my head. So let's shower and get clean. Give you flies if you're forgiving mine. Nice. All right, it is 10:30. Another day comes to an end. I have one more day to go. It's no joke, but I think I managed it pretty well so far. I'm gonna go to the bedroom right now and do some Anki questions. Ja, zum Beispiel hier hat er das halt nicht getrackt, ne, dass er da hingeht und dass er da mit seinem Research, seinem Prof oder wer auch immer das ist, dass er da das nicht getrackt hat, obwohl es ja eigentlich auch Pausenzeit ist. Ne? Klar, mehr oder weniger ist er da produktiv, aber wenn er da hinfährt mit der U-Bahn oder mit dem Auto, dann ist das ja jetzt nicht, als wäre er am Schreibtisch. Da hat er ein bisschen grobes Maß angelegt, was seine produktive Zeit angeht. Und den Screen, also da sieht man auch, dass die Pausenzeiten, ich denke mal, der müsste noch öfter Pausenzeiten einbauen. Also man kann einfach nicht so lange, zum Beispiel dieses Edit LCK, also du kannst da einfach nicht durchgehend arbeiten. Das macht gar keinen Sinn, das ist auch nicht produktiv oder das ist nicht Peak Performance. Aber grundsätzlich echt beeindruckend, was er da für einen Workload hat diese Woche. Also bei mir sah das im Studium ähnlich aus. Also ich habe gerade in der Klausurenphase, war dann halt alles grün mit Klausuren, Vorbereitungen, Übungsblätter, Vorlesungen nochmal durchgehen, Anki und so weiter. Und während des Semesters war halt, sagen wir jetzt mal so 40% Uni und der Rest war dann halt die Hochschulgruppe, der Werkstudentenjob. Dann der viele Sport, also da gab es dann auch ordentlich Blöcke. Ich habe das zwar anders gemanagt, nicht mit so Time-Blocking, aber ich hatte dann auch schon mein To-Do-Listen-System und das hat mir enorm geholfen, das dann auch durchzuziehen. And until probably midnight and then wake up early again tomorrow and get those revisions done and study for USMLE. It's hard to study for that because I have so much research projects going on, but just gotta chip away at it slowly. Krass. No more pretend or make believe. Just for novelty, tell it like it is. Also, wenn du so eine krasse Woche haben möchtest, wo du halt deine 100 Stunden reinbutterst, dann kannst du dir halt nicht so Pancakes zum Morgen reinbuttern. Also da ist deine Produktivität erstmal heftig im Keller. Also, aber gut. Geht der Tag auch zu Ende. Also insgesamt echt beeindruckend, dass er das alles so dokumentiert hat, dass er so durchgezogen hat und wie man auch merkt, es waren jetzt nicht 100 Stunden pro Woche lernen. Das ist wirklich super intensiv. Also selbst in den heftigsten Klausurenphasen habe ich nicht 100 Stunden pro Woche effektiv lernen können. Ja? Das waren maximal 10 Stunden pro Tag, die ich dort effektiv lernen konnte. Und wenn ich von Montag bis Sonntag durchgehasselt habe, dann waren das so 60, 70 effektive Lernstunden. Und da war ich wirklich von morgens bis abends Fokus auf das Lernen. Also viel mehr kann man aus meiner Sicht nicht produktiv lernen. Aber ja, das war's mal wieder vom heutigen Video. Ich hoffe, euch hat das Format gefallen. Bitte schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ich öfter solche Videos machen soll. Und lasst mir auch gerne ein Subscribe da, wenn ihr noch nicht diesen Channel subscribed habt, wenn ihr solche Inhalte gut findet. Und damit bis zum nächsten Mal.